Wir wollen den gegebenen Term so weit wie möglich vereinfachen. Dazu müssen wir die Vorrangregeln beachten. Es gilt Punkt vor Strich. Wir müssen also zuerst das Produkt vereinfachen. Außerdem sehen wir, vor diesem Produkt befindet sich ein Minus. Das heißt, hier müssen wir gut aufpassen, denn ein Minus vor einer Klammer verändert ja alle Rechenzeichen in der Klammer. Beginnen wir also mit dem Produkt. 4s minus, wenn hier das Minus steht, schreiben wir eine eckige Klammer und wir multiplizieren aus. 3 mal 8 ist 24, minus 3 mal 5s sind 15s und wir haben diese Umformung, diese Vereinfachung fertig. Nun lösen wir die Klammer auf, es ergibt sich 4s minus 24 plus 15s und wir brauchen nur noch zusammenzufassen, 4s plus 15s sind 19s und eben minus 24.